Was, kommst du aus Indien, um diese Pizza zu liefern? Wo warst du so lange? Sir, ich... Wieso hast du kein Englisch gelernt, bevor du hergekommen bist? Sir, ich bin zu spät. Ich will nichts mehr von deinen blöden Ausreden hören. Sie kennen die Regeln. 30 Minuten oder die Pizza ist umsonst. Weißt du, wie viele Pizza ich schon umsonst geben musste? Ich werde sie von deinem Gehalt abziehen. Ich bin zu spät wegen dem Roller. Der hat keine Bremsen. Ich kann nicht schneller. Oh, es liegt also am Roller, ja. Und als du diesen Roller bekommen hast, hat er funktioniert, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe ihn nicht geprüft. Als du aber den Vertrag unterschrieben hast, hast du gesagt, er geht. Also deine Schuld. Entweder du wirst ihn reparieren oder du wirst 2 Wochen für mich umsonst arbeiten. Was? Sie bezahlen doch nur mit Pennies. Ich hatte nicht mal einen Helm. Ich musste diesen selber kaufen. Oh, du willst also in mein Land kommen und die Jobs wegnehmen von ehrlichen Bürgern. Und jetzt willst du dich auch noch beschweren? Sir, hören Sie... Nein, du hörst mir zu, würziges Curry. Rollerfahren liegt dir doch im Blut. Das macht dir doch den ganzen Tag in deinem dummen Land. Rollerfahren und Essen ausliefern. Also musst du auch gut da drinne sein. Also stell dich nicht an. Hier ist deine neue Bestellung. 15. Ecke. Warum muss ich das jetzt machen? Ich hatte schon viele Bestellungen. Kann das nicht jemand anderes machen? Er macht Pause. Du bist also dran. Sir, bitte. Ich muss meine Miete bezahlen, sonst schmeißen sie mich auf die Straße. Oh, daran solltest du dich vielleicht gewöhnen. Du hast 25 Minuten Zeit. 25? Aber wir liefern doch in halbe Stunde aus. Nun, du hast 5 Minuten verschwendet mit deinen dummen Beschwerden. Also schwing dich auf deinen Roller und liefer die Pizza aus. Und wenn du zu spät bist, werde ich die Einwanderungsbehörde anrufen. Die werden dich wieder in dein dummes Land zurückbringen, bevor du die nächste Pizza überhaupt ausliefern kannst. Los! Sir, sind Sie okay? Sir! Ihre Pizza, Sir. Wow, das war eine lange Fahrt. Wegen Verkehr, Sir. Gib sie mir rüber. Ah, 1 Minute mehr und ich hätte nicht bezahlen müssen. Bist du hierher gelaufen von der Pizzeria? Beinahe, Sir. Könnte ich ein Glas Wasser bekommen? Wie wär's, wenn du auch noch in meinem Bett schläfst? Bitte. Okay, komm rein. Ihr Lieferanten macht mich einfach verrückt. Ihr kommt immer verschwitzt und schmutzig und stinkend. Ist es so schwer, sich mal sauber zu machen von Zeit zu Zeit? Hä? Da hast du. Wow, das ist ja super. Ich bezahle dafür nicht. Oh, warum nicht? Ich bin nur pünktlich. Ich habe die Pizza in 30 Minuten geliefert. Du hast geliefert. Aber keine Pizza. Was stimmt nicht? Ich rufe deinen Boss an. Schau, hier. Alles gut? Verarschst du mich? Das esse ich nicht. Da, es ist immer noch gut. Bitte nicht, mein Boss, ich flehe sie an. Ja, das bringt nichts, Kumpel. Ich esse das nicht. Bitte. Komm schon. Ich hab genug von das. Ich bin hierher gerast mit einem Roller ohne Bremsen, um diese Pizza zu liefern.
Ich hatte einen Unfall und das ist der Grund, warum sie so aussieht. Ich gebe mein Bestes, aber niemand interessiert es. Mein Boss, die Kundin und du. Warte, du hattest einen Unfall? Ja, und mein Knie tut weh. Ich kann nie richtig laufen. Und ich bin trotzdem gelaufen, um die dumme Pizza zu bringen. Oh, warum setzt du dich nicht erstmal? Wie wär's, du beruhigst dich erstmal? Du musst damit zum Arzt. Nein, ich kann nicht. Ich habe keine Versicherung. Ich habe keine Papiere. Ich habe gar nichts. Alle behandeln mich, als wäre ich Abfall. Als hätte ich keine Rechte. Ich will nur meiner Familie helfen. Ich habe keine andere Option. Nein, ich hasse dieses System. Ich hasse diesen Job. Und ich hasse diese doofen Roller mit keinen Bremsen. Warte. Du hast einen kaputten Roller? Ja. Weiß dein Boss davon? Er hat mir diesen Roller gegeben. Er möchte, dass ich ihn mit meinem eigenen Geld repariere. Okay. Sieht so aus, als müsste ich deinen Boss trotzdem bitte anrufen. Bitte, warten Sie. Nein! Hallo? Also, wir haben Ihren Mitarbeiter hier. Ja, Sie müssen so schnell kommen wie möglich. Es ist das Krankenhaus in der 54. Okay, ich sehe Sie da. Wir warten auf Sie. Relax. Ich habe einen Plan. Vertrau mir einfach. Junge! Hey, Junge! Was? Was ist los? Haben sie dich gefragt? Oh, noch nicht. Alles klar, also, falls sie dich fragen sollten, sag ihnen, der Roller hat funktioniert, okay? Aber die Bremsen waren nicht am Funktionieren. Ich weiß. Aber ich werde eine Menge Probleme kriegen. Mach mir also einen Deal. Ich gebe dir ein paar Tage frei. Einen kleinen Bonus. Oh, Bezahlung am Wochenende? Und du bist einfach still. Das geht nicht, Mann. Du hast mir den kaputten Roller gegeben. Ich habe deswegen einen Unfall. Ich werde dich nicht beschützen. Aha, okay. So willst du das also regeln? Lass mich dir was verraten. Du hast nie für mich gearbeitet. Ich habe keine Unterlagen von dir. Du warst nie angestellt. Keine Steuern? Also nichts. Wie gefällt dir das, hä? Was machst du jetzt? Das ist exakt, was ich von Ihnen hören wollte. Das ist gut. Du hast nie für mich gearbeitet. Ich habe keine Unterlagen von dir. Du warst nie angestellt. Keine Steuern? Also nichts. Du erklärst dich als schuldig, Mann. Na und? Denkst du wirklich, die werden dir glauben? Denkst du wirklich, dass sich jemand um dich kümmert? Hast du etwa deine Hautfarbe vergessen? Kein Anwalt wird deinen Fall übernehmen. Ich mach dich fertig. Um ehrlich zu sein, ich mach's. Wer ist dieser Clown? Ich bin Robert Swan, Mr. Thakurs Anwalt. Wissen Sie, wie viele Gesetze Sie gebrochen haben? Und was willst du jetzt tun? Diese Aufnahmen sind illegal gemacht worden. Es wird niemals als ein Beweismittel angesehen. Sicher? Ich frage mich, was würde das Gericht wohl sagen, wenn sie rausfinden, dass sie das Leben eines Mannes gefährdet haben, indem sie ihm einen kaputten Roller gegeben haben? Ich werde nicht nur ihre Pizzeria schließen lassen, sondern sie auch ins Gefängnis bringen. Oh, und ich stelle sicher, dass ihr Gesicht auf der Titelseite jeder Zeitung landen wird mit der Überschrift Sag ja zu Rassismus und geh in den Knast. Das muss doch nicht sein. Ich habe eine Familie. Ich habe auch Familie. Aber sie haben nicht darüber nachgedacht, wenn ich Unfall habe, oder? Du denkst, du kannst mich wie Dreck behandeln, weil ich aus einem anderen Land komme. Du musst verstehen, ich bin auch ein Mensch wie du. Ich habe auch Rechte. Und du musst sie respektieren. Ja. In diesem Land schätzen wir die Rechte jeder Person gleich. Unabhängig von deren Nationalität, Religion oder Hautfarbe. Also sende ich Ihnen eine Vorladung.
In einer Pizzabox. Mr. Doe. Komm schon, lass uns. Tschüss. Danke, Robert. Du bist die einzige Person, die gekommen ist, mich zu retten. Nach all den Jahren, wo ich hier bin. Ja, du bist ein anständiger Mann. Ich konnte dich nicht einfach hängen lassen. Weißt du, da draußen gibt's viele Leute in Schwierigkeiten wie du. Und die brauchen Hilfe. Deswegen denke ich drüber nach, dir einen Job anzubieten. Als mein Assistent. Ich meine, ich zahle dir mehr als dein Ex-Boss und... Und du kriegst ein Auto. Mit Bremsen. Okay. Was sagst du dazu? Wow, ich würde es lieben. Okay, dann mach langsam und stell sicher, dass dein Knie verheilt. Und dann erwarte ich dich auf Arbeit, sagen wir, in einer Woche. Okay? Hey, pass auf dich auf. Wir sehen uns.